So, dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben es jetzt endlich schon mal geschafft, den blauen Kristall in dieser Ebene zu finden. Dann wollen wir jetzt als nächstes mal hier rein in die Sequences, also in die Sequenz. Ja, das wird lustig. Das kenne ich nämlich auch noch, wenn es immer noch genauso ist. Wir steigen jetzt rein in den Teleporter und werden ständig durch die Gegend teleportiert. Ah ja, genau. Und zwar müssen wir hier aufmachen. Erstmal die Schnecke loswerden, die da ist. Das könnte eine Weile dauern. So. Schneckenteil aufsammeln. Falls wir was zu essen brauchen. Und ja. Diesen Hebel ziehen. Aber vorher können wir mal kurz gucken. Ja genau, wir wurden von da nach da, nach da, nach da teleportiert. Und immer wieder im Kreis. So, jetzt können wir gleich so reingehen. Und uns mit der Krabbe hier anlegen und zwei Giftspuckern. Was wollen die denn hier? Aha. Das könnte ungemütlich werden, solange die Krabbe noch lebt. Oh, danke für die Hilfe. Oh, wow, das war jetzt gut getimt. Das war eher Glück. Ah, übel. Fackel kann mitkommen. Und hier ist schon der nächste Schlüssel. Mal nach Knöpfen umgucken. Nö, da sind keine. Auch nicht. Da ist auch keiner. Nö. Nein. Nö. So, dann wieder hier rein. Da wäre ein Knopf, aber den drücke ich nicht, weil der macht die Giftfalle von der Fratze an. So, ich gehe hier lieber wieder raus. Ah, den Schlüssel behalte ich jetzt erst einmal. Aua, wo kommt ihr bitte her? Wo zur Hölle kommt ihr her? Aua. Und gleich mal den blauen Kristall berühren. Klick. Sehr schön. So. Jetzt können wir hier wieder raus und uns in den anderen Bereichen umsehen. Gehen wir erstmal hier hin, in den Spinnenbereich und zum Walkaround. Ah. Du warst nicht eingeladen. So. Da ist unser Sack mit Essen. Gehen wir erstmal in den Spinnenbereich hier. Der ist nämlich hier. Und ja, hier sind noch mehr Spinnen. Ja. Komm. Immer schön gucken, dass hinter uns auch nicht auf einmal eine Krabbe auftaucht. Und da kommt schon die nächste Spinne. Spinne auf Eis. Lecker. Backstep. Schön. Sache. Wurfdolch, nicht so nötig. Schalter hier in der Ecke auch nicht. Und noch eine Spinne. Die wir toll eingefroren haben. Und die uns dann auch noch vergiftet hat. Nächste Spinne. So. Warhammer. Ja, tolle Anspielung.
Attack Power 18, Speed 11. Ja. Kann der Prügel mal hier bleiben. Neue Fackel. In die Hand. Und sonst ist hier nichts. Dann als nächstes in den Walkaround. Genau. Oder Walkabout. Hä? Watch your back. Ach, müssen wir da jetzt rückwärts rein dieses Mal? Nicht vorwärts. Klick. Ah, das war falsch. Und wenn wir vorwärts gehen, werden wir wieder raus teleportiert. Ja, genau, das war der zweite Klick. Noch ein Klick. Nächster Klick. Jetzt müsste gleich ein Stein auftauchen hier, genau. Stein kann ruhig mit. Man kann nie genug Steine haben. Nächstes Klick. Ah, rückwärts das zu machen ist noch schlimmer als vorwärts. Oh, wo kommst du denn noch dabei her? Ja, ich wusste, dass der das spawnt, aber hinter uns ist gemein. Und ja, das hier ist eigentlich nur ein Secret, aber ich mach's trotzdem. Und zwar muss ich da für dreimal im Kreis laufen und dreimal an den drei Stellen die Klickgeräusche auslösen. Genau, und krieg... Oh, Lurker Pants, das hat sich ja gelohnt. Evasion plus 5. Sie hat schon eine Lederhose, naja. Und wieder raus teleportiert werden. Ja, das war der Walkaround. Nächstes Ziel sind die Haunted Halls. Freue ich mich ja auch schon wieder, schon tierisch drauf. Aber vorsichtshalber mal hier die Tür runterlassen. Und hier sind schon wieder Schnecken gespawnt, aber da wollen wir eh nicht rein. Denn wir haben genug Nahrung, wir wollen hier rein. Hallo. Komm, das sind die Haunted Halls. Wo sind die? Skelettkrieger. Ach, da ist einer. Und... Was ist das für ein Raum? Ganz ehrlich, früher war hier nur eine Druckplatte. Komm, frier du mal ein. Wir gucken uns jetzt erstmal hier in Ruhe um. Wenn wir dich tot gekriegt haben. Ob hier irgendwo was ist, was aufgehen kann, weil soweit ich weiß, ist in den Haunted Halls auch nochmal so ein Schlüssel. Der nächste Kandidat zum Einfrieren. Da drüben waren wir noch nicht. Okay, der hat eine sehr tolle Trefferwahrscheinlichkeit, der Warhammer. Und hier lang geht's auch nochmal. Und da geht's schon wieder zurück. Jetzt gucken wir erst einmal, ob hier Schalter sind. Ja, hier ist schon mal einer, der macht was auf. Oh ja, der macht was Lustiges auf. Aua, direkt reingestraft. Dafür gab es wenigstens mal wieder einen schönen Backstep. Noch
beim Backstab, auch wenn der nicht ganz so schön war. Critical von Bueno hier. Und noch ein schöner Backstab. Und hier drin sind Wing Boots. Davon haben wir schon welche, die können da bleiben. Und ein Cutlass. Also ein Entermesser. Aber ja, gucken wir uns weiter um. Da ist schon wieder ein Skelett gespawnt. Komm. Es war schön, dass wir hier so viele Erfahrungspunkte machen. Oh. Noch was ist aufgegangen, oder? Nein, euch lasse ich mal in Ruhe. Ich will wissen, was hier noch aufgegangen ist. Weiter zurück vielleicht irgendwo? Hier nicht. Hier auch nicht. Oder hast du nur einfach ganz viele Skelette gespawnt, du Knopf? Wow, das war mal Schaden. Was machen die Knöpfe hier eigentlich? Okay, die machen hier an den Gittertüren rum. Da drüben ist, glaube ich, was aufgegangen, oder? Jupp. Aua. Dafür, dass sie so eine hohe Invasion hat, wurde sie gerade ziemlich oft getroffen. Hier ist was aufgegangen. Und noch ein Secret. Feuerbombe, Feuerbombe. Was willst du jetzt schon wieder? Aber das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Hm. Hm, was macht der Knopf? Der macht hier nur alles wieder auf. Wie viele Skelette muss man hier denn bitte reinmachen? Also ich höre keinen Stein auf Stein. Ich sehe auch nirgendwo was aufgehen. Nö. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Hier ist auf jeden Fall eine Säule in der Mitte. Nee. Ah, du kommst mir ja gerade gelegen. Vielleicht müssen zwei oder mehr Druckplatten gleichzeitig gedrückt sein. Komm mal hier rein. Komm. Ja,
Ja, Tatsache, da geht was auf. Ah. Es müssen also zwei gleichzeitig gedrückt sein. Und dann machen wir hier nochmal auf. Und hoffen, dass der andere auch gleich reinkommt. So. Ah. Hallo Freunde. Jetzt sind wir mit denen hier eingesperrt. So. Jetzt haben wir ihre ganzen Schilde hier draufgeschoben. Auf den nächsten Schlüssel. Gut. Aber ich würde sagen, bevor wir den Raum weiter erkunden, speichere ich erstmal. Bis gleich.